Hallo, heute werden wir aus einer Korkenzieherweide einen Bieröffner machen. Und wie das geht, seht ihr jetzt in deinem Video. Jetzt abgeschnitten habt, dann können wir anfangen, das in unserer Drechselbank einzuspannen. So, wenn ihr euch ein Hultsetzer eingespannt habt, dann könnt ihr euch wieder wie beim vorigen Mal aus dem Internet aussuchen, wie der Bieröffner ausschauen soll. Ich sage euch nur eins, es gibt tausende Ideen, wie man das machen kann. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir irgendwas Gescheites rauskriegen aus dem Ganzen. So, wenn euch ein Holzstück jetzt schon langsam eine Form angenommen hat, dann könnt ihr anfangen mit einem Zahinerbohrer da vorne ein Loch rein zum Bohren. Das wird dafür sein, dass wir dann den Bieröffner oben reinstecken und befestigen. Und ja, wie das ausschaut, das machen wir jetzt. Nachdem das Loch bohrt ist, können Sie anfangen, das Ganze wie immer zu schleifen. Wenn ihr das ganze Hetz geschliffen habt, dann könnt ihr anfangen, das Ganze auszuspannen zum Einölen
Und ja, dann werden wir den Bieröffner oben befestigen. Ja, jetzt sind wir schon langsam am Ende angekommen. Euer Griff ist soweit fertig. Dann braucht ihr nur noch den Bieröffner nehmen. Den steckt ihr oben rein, das schaut dann so aus. Steckt ihr da rein, wo ihr das Loch gebohrt habt. Und ja, jetzt sind wir fertig. Somit hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.